Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Please Don't Touch Anything mit mir, dem Mr. Sick. Und mich dürft ihr gerne anfassen, wenn ihr möchtet. Letzte Folge habe ich ein bisschen noch überlegt wegen diesem Pentagramm. Und ich habe ein bisschen Trial and Error gemacht und bin auf die Lösung letztendlich gekommen. Und das Kuriose gerade eben war noch, in der Aufnahmepause hat es gerade bei mir an der Tür geschellt. Und da war ein Kollege von mir da und den habe ich das Spiel mal ganz kurz gezeigt, hier, wie, wo, was und bla. Und derjenige hat mal oder hat, also studiert noch Physik? Weiß ich nicht. Jedenfalls hat er diese Zahlenreihe gesehen und hat gesagt, das ist nach einem Mathematiker, wie hieß der jetzt gerade, Conway, irgendwie sowas, glaube ich. Der hat diese Zahlenreihe erschaffen, hat wie und warum, aus welchem Hintergrund, ich habe keine Ahnung. Und der meinte, hier kommt eine Zahl rein. Und ich glaube, der hat 1211 gesagt. Wartet mal. Haben wir das irgendwo auf? Ja, genau, 1211. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gerätselt, ob man hiervon, also wie, ob das eine fortführende Zahlenreihe wäre sozusagen und kam aber nicht, irgendwie hat das hier keinen Sinn gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls hat er gesagt, also ich weiß nicht, wonach das irgendwie berechnet wird, aber hier wird irgendwie eine Zahl oder die Reihenfolge der Zahlen oder was auch immer ist bestimmt, was als nächstes kommt. Ich habe keine Ahnung, er hat es noch versucht zu erklären, aber wie gesagt, ich bin da ein absoluter Noob und ich habe da keine Ahnung von und will sie ehrlich gesagt nicht wirklich haben. Jedenfalls habe ich mir das auch mit dem Pentagramm auch gerade aufgeschrieben, weil ich das echt gerade ausprobiert habe und wir waren der Lösung gar nicht mal so fern. So. Und so. Okay, das sieht creepy aus. Sind wieder diese komischen gleichen Symbole wie vor uns bei diesem Illuminatenzeichen. Okay. Haben wir das auch fertig? Jetzt machen wir mal das doch mit den nicht Illuminaten, sondern das mit dieser Conway-Zeichenfolge. Ich weiß allerdings noch nicht, wie in was oder wie ich das machen soll. Hier ist noch das Panel. Was war reindrücken müssen. Jetzt gebe ich das hier irgendwie ein, auch das aus Reflex. Okay. Wir geben, was war das jetzt? 1, 2, 1, 1. Ne? Warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Ich habe das mal in Büchlein reingeschrieben. 1, 1, 2, 1, 1. Okay. 1, 2, 1, 1. Okay, das denke ich mal, werden wir dann hier eingeben müssen. 1, 2, 1, 1. Habt ihr das gerade gehört mit der Mucke? Das ist doch ein unterschiedlicher Laut, oder? Hört ihr das auch raus mit der Mucke? Hört mal gleich nochmal rein. Das ist doch... hört man nochmal gleich in den Loop? 1, 1, 1, 2, 3. 1, nee, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Okay, nochmal reinhören. Okay.
Ja, vielleicht muss ich das hier auch resetten sozusagen. Nicht? Irgendwie ist es. Klingt das doch so, oder nicht? Muss ich mich da wirklich mal ganz kurz hart orientieren? Okay, ich brauche noch einen Zettel. Zettel? Stift? Hallo. Okay, das klingt nicht so. Okay, das letzte ist auf jeden Fall eine 3. Also die Zahl 3. Okay, und am Anfang kommt zweimal die 1. 1, 1. Unterschiedlicher Jingle? Sag mal, wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Aber das letzte ist doch immer diese 3. Okay. Zwei, drei. Ja, doch nicht, das vierte ist keine 3. Das ist doch 1, 2. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3. Ist es hier gerade länger geworden? Hä? Das wird die ganze Zeit so lang. Okay, warte mal. So, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Zahlen folgen. Okay. Und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe sie, also mir fehlt noch irgendwas. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Mensch, Sig, konzentrier dich! Verdammte Scheiße! Huch, das wollte ich jetzt nicht. Okay, nochmal von vorne. Richtig. Huch. Jetzt bin ich gerade aus Versehen rausgekommen. Ich zähle mal kurz nochmal neu ein. 3, 2, 1. Gut. Ich glaube, das passt jetzt irgendwie. Da ist es doch, aber jetzt habe ich doch die ganze Zeit geklickt. Da war die Stadt weg. Hä, aber das habe ich doch die ganze Zeit geklickt. Warum hat denn das jetzt erst funktioniert? Okay, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Aber wie geil! Ey, ernsthaft jetzt, ohne Scheiß, das ist doch mal übelst geil. Diese scheiß Idee einfach nur. Ich finde das. Ah, das Spiel ist geil. So, Punkt. Hammer geil. Punkt. Daumen nach oben. Motherfuckerino. Wie geil, ey. So. Was haben wir denn eigentlich noch? Ich drück die ganze Zeit irgendwie, weil ich
nicht weiß, okay, wir haben hier oben. Nee, das wollte ich jetzt nicht klicken. 1, 3, 2, 2, 3, 1. So, wir holen uns erstmal die ganzen Panels wieder. So, wir haben das hier noch irgendwie frei. Ja, stimmt. Hier unten haben wir auch noch das mit diesen Zahlen, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Ich habe noch wirklich keine Ahnung, was. Warte, ich muss das nochmal kurz neu starten. Einfach nur. Weil ich irgendwie das hier gedrückt habe und ich nicht weiß, ob das uns dann vielleicht irgendwie behindert. Ach nee, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das Numpad haben. Okay, nochmal von vorne. Also nicht das Numpad, sondern das hier. Wisst schon, das 10er-Ding. So. Screwdriver. Achso, das wollte ich auch gar nicht aufmachen. Ich wollte das hier eigentlich rein aufmachen. Weil damit müssen wir noch irgendwas machen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was wir damit machen sollen. Irgendwas ist ja mit diesem Pisano Leonardo. Irgendwas hat das auch auf sich zu tun. Und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube einfach nur deswegen, weil ich den Hintergrund nicht kenne. Also ich kenne nur Leonardo da Vinci. So. Ob der irgendwas Pisano oder was Pisano sein soll. Keine Ahnung. Und ich glaube, also dadurch, dass ich es nicht weiß und dadurch, dass ich den kulturellen Hintergrund nicht habe, glaube ich, kommen wir hier oder komme ich jetzt auch nicht weiter damit. Und müsste mich eigentlich irgendwie schlau machen, was das auf sich haben könnte. So, wir kommen ja gar nicht so weiter. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das irgendwie eine Mucke sein soll. Mit den Kabeln kann ich jetzt aber auch nichts weitermachen. Es fehlen noch drei Endings sozusagen. Hier aus komme ich ja auch nicht mehr in irgendwas raus. Ah ne, das war jetzt nochmal ein Ende, was wir getriggert haben. Okay. Gut, Leute, ich belese mich mal, wer oder was Pisano Leonardo sein soll und würde sagen, das lösen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Tschüss! So, willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe kurzerhand entschlossen, dass ich das sozusagen die dritte Folge hier dranhänge. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache eine neue Folge. Aber ich habe festgestellt, beziehungsweise ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert, Pisano Leonardo. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Pisano Leonardo ist auch ein Rechenkünstler oder Mathematiker gewesen im Jahre 1200 irgendwie sowas, 1100 irgendwie sowas in der Dreh. Es gibt eine bekannte Zahlenfolge oder also eine mir nicht bekannte Zahlenfolge, die man hier eingeben muss, um das Rätsel zu lösen. Also ganz ehrlich, da wäre ich wirklich im Leben nicht drauf gekommen. Bescheuerterweise habe ich mich für das vorletzte Ending spoilern lassen,
was allerdings nicht so richtig funktioniert oder beziehungsweise halt irgendwie random aufkommt. Und zwar kommt dann so, schaltet man damit so ein kleines Minigame frei, womit man sozusagen mit einem Flugzeug diese Stadt hier vernichten soll, also wie so ein bei so einem alten Atari-Game. Ich habe das jetzt gerade offscreen immer wieder probiert, da irgendwie mal so reinzukommen. Das hat allerdings nicht wirklich funktioniert. Wenn man dieses, also das Ende, was wir jetzt gleich holen werden und das mit diesem Flugzeug halt geschafft hat oder gemacht hat, hat man dieses Spiel sozusagen durch oder gewonnen. Je nachdem, wie man das bezeichnet. Wir geben jetzt mal diese Zahlenfolge ein. Also, ach Quatsch, wir müssen noch den Screwdriver holen. Um da unten dieses größere Panel reinzukommen. Ach Quatsch, jetzt sag ich, ich weiß nicht warum, aber ich mache das Flex mal auf. So, genau, jetzt kommen wir hier das rein. Jetzt geben wir diese Zahlenfolge ein und die lautet 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3. Keine Ahnung, wer auf sowas kommt. Also, das sieht ja mies aus. Höchstes Uhrzeitvieh. Okay. Erinnert mich so hier gerade an South Park. Gut, guck mal, das meine ich. Das City Boom ist dieses Ende. Auf was man kommen soll. Das finde ich ja jetzt cool, dass das jetzt noch mit reinkommt. Okay, wir können es noch probieren. Und zwar jetzt fliegt das Ding. Und wir müssen halt diese großen Gebäude kaputt machen. Beziehungsweise die ganzen Gebäude. Ich bin so schlecht da drin. Okay. Bin ich gerade sorry hart konzentriert. Scheiße. Okay. Okay, ich glaube, jetzt fliegen wir gegen. Ja, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5 Mal hätte man die Teile noch treffen müssen. Okay, Game Over, scheiße. Okay, wie. Wir probieren mal was. Vielleicht müssen wir einfach jedes Mal irgendwie ein Ende haben. Ein unterschiedliches Ende von den Enden, die wir jetzt schon haben. Nee. Um dann auf dieses City-Bomb zu kommen. Aber dem ist nicht so. Okay, welches Ende war denn das, wo jetzt nichts kaputt gegangen ist? Obwohl bei dem. Ja, machen wir nochmal das mit den Cthulhu. Also dieses komische andere Ende, das letzte Ende, was wir jetzt gerade hatten. So. Ah ja, den Screwdriver brauchen wir noch. Falsch. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3. So, jetzt kommen wir hier wieder zu diesem Ende. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man zu diesem Ende kommen soll. Na gut, sollte ich das vielleicht noch irgendwo rausfinden, dann werde ich das vielleicht noch nachholen, irgendwie im Stream oder sowas. Und ja, bleib an dieser Stelle, kann ich nur sagen, geiles Indie-Spiel. Also die Musik erst recht ist ja einfach Hammer, ist einfach so mega nice. Vor allem dieses Stück jetzt, was gerade läuft, das hat es mir echt übel angetan. Und ja, ich bin echt, ich fand das sehr, 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 sehr schön, dieses Spiel. Und das finde ich irgendwie so geil, dass halt echt so kleine Sachen halt so begeistern können. Das finde ich cool. Gerne mehr davon irgendwie. Was ich noch sagen wollte oder anmerken wollte ist, und ich habe mir GTA 5 jetzt vorbestellt. Das kommt jetzt Mitte April raus.
Da werden wir mit den Jungs, also mit dem Fexer und mit dem Rixer und mir zusammen, werden wir auf jeden Fall den Online-Part spielen, was wir uns irgendwie da ausdenken. Ich weiß es noch nicht so richtig, irgendwas kommt da. Und ich werde auf jeden Fall den Singleplayer-Let's Playen, weil ich habe GTA 5 bis heute noch nicht einmal gesehen. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung, was das geht. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass man da drei verschiedene Charaktere spielen kann, was ich irgendwie noch nicht so richtig weiß, ob das cool oder nicht so cool ist. Jedenfalls, ich kenne noch nichts von diesem Spiel. Ich habe mich das so fast anderthalb Jahre so bedeckt gehalten damit, um mich nicht spoilern zu lassen, dass ich mich wirklich mega mäßig drauf freue, dass dieses Spiel rauskommt, und wehe dem, es wird irgendwie nochmal verschoben. Dann platze ich. Lege ich eine Stadt in Schutt und Asche. Ja, das ist sozusagen das nächste Projekt, was ansteht. Meinerseits, dann Mitte des Jahres kommt Batman raus, was ja auch nochmal verschoben worden ist. Im Juni oder Juli, glaube ich. Das werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wollte nochmal sagen, vielen Dank für 63 Abos sind es momentan gerade, für fast 7000 Seitenaufrufe. Das macht mich echt stolz. Ihr seid die Besten. Bis dahin. Tschüss.